Wir gehen jetzt wieder rein in die Beethovenstraße, wo ich erzählt habe, um Kosolat, was da passiert ist. Ne? Also, wir wissen heute ganz genau, dass dieser Lärm um 12.03 Uhr für uns war. Man wollte sehen, wie schreckhaft wir sind, ne, Nati? So, und das mache ich nur von Weitem, das ist das Konsulat, ne? Was hat das nur gesagt? Welches ist das, Nati? Kasachstan? Wissen Sie also Bescheid, also Ex-Sowjetunion. So, und deutsche Sicherheitsdienste machen sowas natürlich nicht hier vor, weil natürlich ist das überwacht. So, dann möchte ich Ihnen mal zeigen. Man hatte die Bänke hier vorne besetzt. Da sitzen wir sonst immer. Und natürlich bedeutet das für uns auch einen gewissen Schutz mit diesen Dings, besonders vorher. Seitdem sitzen wir nicht mehr nach dem 2.4. so. Die beiden Bänke waren besetzt mit lauter jungen Männern. So, dann von hinten die nächsten beiden Bänke war die eine Bank besetzt mit einer jungen Frau, mit einem Handy, dass wir genau auf diese Bank, die erste, die jetzt kommt, wurden wir platziert. So, dort, wo der Golf schön in der Sonne schmort, stand das andere Auto, was ich erzählt habe. So, ich möchte nicht lange warten, ich möchte hier weitergehen. Also hier haben wir gesessen. So, und hier hinten, wo dann in der Mittagszeit, wo dann da was entladen, das so sehr laut war. So, und ja, dann können Sie sich ja vorstellen, was da los war. Also, wurden erstmal genau unter der Lupe genommen, wurden erstmal genau beobachtet und es wurde schon getestet, wie schreckhaft wir sind. So, man hängt immer weiter schön um uns rum und Deutschland und Frankfurt lassen sie einfach schön weiter rumlaufen. Ich mache hier nichts weiter, weil das soll nicht so auffallen, aber genau dort haben die Autos gestanden, genau dort haben sich ein bisschen dilettantisch angestellt, deshalb vermute ich Ostblock und vermute ich organisiert hier von, vergesse ich Kasachstan, ne? Vermute ich jedenfalls, ich weiß es natürlich nicht genau. Danke für die Aufmerksamkeit.